Ich glaube, jetzt läuft's, gell? Ha. Ja, jetzt grüß Gott, gell, zusammen. Mein Name ist Häberle. Ich glaube, Sie kennen mich. Ich bin Putzfrau da im ZMS von der Dualen Hochschule. Und ich wollte Ihnen noch geschwind etwas erzählen. Weil, jetzt gucke ich, oh, die Kamera noch ein bisschen putzen. So, jetzt geht's los. Weil nämlich am 17. und 18. Juni 2021, da findet das Europäische Planspielforum statt. Es wird online sein. Also mit der Line, wo ich die Wäsche aufhänge, hat das wohl nichts zum Do. Aber man trifft sich halt online, also im Internet, im Computer drin. Gell? Es ist schade, dass wir uns nicht persönlich sehen können nächstes Jahr. Aber wissen Sie, ich muss bloß ein paar Bildschirme putzen, also mir ist das gar nicht so unrecht. Jetzt steht das Programm auch im Internet. Das Thema kann ich Ihnen gar nicht sagen, es ist schwierig. Fazili, ich habe es geübt, aber Facilata, ich krieg's nicht aus. Aber es ist so ein Männle, das jongliert so mit drei Sachen, ist auf dem Bild. Es gefällt mir ganz gut. Und es geht ja wieder ums Spielen, ums Planspielen. Und ja, und es wird auch eine Schlüsselnote geben. Ich habe es übersetzt vom Englischen. Mit Musik hat es nichts zum Do, glaub. Aber vielleicht wird er aber berühmter eingeladen. Also ich fände ja der Yogi schon nett oder so. Jemand, der hat ja auch mit Spielen zu tun, im weitesten Sinne. Mal gucken, was es sich einfallen lasset. Ja, und sonst ist ein schönes Programm geworden, gell? Viele Bilder haben wir in der Website. Und Sie, wenn Sie sich bis Ende März anmeldet, dann gibt es einen Frühbucherrabatt. Ich würde das machen als Schwab. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man, gell? Also, gucken Sie mal drauf, meldet Sie sich an und dann sehen wir uns online im Juni. Und jetzt wünsche ich Ihnen aber noch was, gucken Sie, was ich mitgebracht habe. Bisschen weihnachtlich, gell? Also, so, ach, sieht nicht aus, gell? Also, ha, jetzt hebt es nicht da auf der Frisur. Beim Friseur kann man ja auch nicht mehr sein. So, also, ich wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten. Sind Sie ja anständig, bleiben Sie zu Hause. Und Sie können ja ein bisschen was lesen. Ich habe mir drei Julia-Romane bestellt, ich freue mich schon. Und Sie können ja auch was spielen an Weihnachten, mal ein bisschen in Ruhe daheim, gell? Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allen Dingen gesund in dieser Zeit. Alles Gute, schöne Weihnachten und bis bald. Tschüss! Jetzt, wo geht es da aus?